So, also für diejenigen, die jetzt hier einschalten, wir sind hier bei Wie spielt man Sleeping Dogs nicht? Ich bin ein perfektes Beispiel dafür, wie man das Spiel am besten gar nicht spielen sollte. Weil ich krieg nichts auf die Reihe. Also diejenigen, die da hier fleißig zugucken, die wissen das schon. Aber ist auch gar nicht mal so leicht, gegen diese ganzen Typen zu bestehen. Ich will mir jetzt erstmal die Environment Kills aufheben. Also ich will das gleich bei den anderen Typen machen. Deshalb sollte ich mal versuchen, fleißig hier zu kontern. Und die Leute, ach Gott, greifen die mich noch? Ja, ihr habt mich doch schon. Ist nicht so schreien. Ich hab's nicht auf dem Ohren. Das kann doch jetzt... Mir fehlen die Worte. Mir fehlen tatsächlich die Worte. Ich habe hier das dreimal das Arm in der Kirche gerade gesprochen. Ich bekreuzige mich hier andauernd, weil ich diese Typen nicht fertig kriege. Das gibt's doch nicht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt stirb! Komm, der Nächste, stirb! Jetzt macht da mal nichts, weißt du? Bleibt mal stehen. Aber jetzt stirbt er. So. Dann renn ich einfach mal, brech ihm hier die Schulter. Komm. Jetzt legt euch doch alle mal hin. Wäre doch schön, wenn wir alle Freunde wären. Und uns nicht hier zum zigtausendmal prügeln müssten. Aber irgendwie werde ich das ungute Gefühl los, dass ich irgendwie noch falsch bin. Das ist irgendwie so schwer. Und wir sind hier gerade am Anfang des Spiels. Das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, das ist doch... Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu hier. Ja, jetzt bin ich erstmal wieder im Wutmodus. Den nutze ich auch mal. Komm, schlachen wir ihn tot. Schlagen wir mal gebürtig daneben. Und ihn hier. Schön. Der ist einmal mal durchgegangen. Und Kinnhaken. Kinnhaken und Gesichtshiebe. Ja, so muss das gehen. Komm, brauchst gar nicht mehr aufstehen. Kannst du gleich wieder hinlegen. Ins Delirium geprescht. Und jetzt habe ich ja hoffentlich die Environment Kills noch für die Typen übrig. Dazu locke ich sie am besten, denke ich mal, erstmal ein bisschen nach unten. Wo die ganzen, die schöne Glaskiste, der schöne Container und natürlich der schöne Sicherungskasten. Das ist ein Sicherungskasten, wo der auf uns wartet. Und dann ist zu empfehlen, dass man sich von allen umrunden lässt und dann nochmal richtig auf die Fresse kriegt. Das ist immer gut. Ne? Also, wie gesagt, wir sind immer noch bei, wie man Sleeping Dogs nicht spielen sollte. Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind aber wirklich aggressiv, die Jungs. Ja, das gibt's doch nicht. Hier so ein kleines... Jetzt hat er mir noch mal kurz... Was? Ja. Hat er mir so einen ganz kleinen Knicks hat er mir gegeben. Ich glaube, das wird heute nichts mehr, oder? Also, das kann ja wahrscheinlich nur noch 5, 6, 7... vielleicht 8000 Folgen werden. 8000 mal 20 Minuten. Man kann sich vorstellen, ab welcher Folge ihr am besten wieder einschaltet. Aber wir geben nicht auf. Das wäre zu schön, wenn wir hier schon gleich zu Beginn das Pad weglegen würden. Ja, komm, zeig's ihm. Ich zeig's euch. Aua. Aber nicht so. Na gut, versuchen wir es nochmal auf die bewährte Art und Weise. Gleich die ersten Typen die ganzen Environment Kills reinjagen, denn wohl über übel wird es schwer sein, die bewaffneten Typen zu greifen überhaupt. Ich glaube, die muss ich einfach mit purer Gewalt muss ich die über den Jordan befördern. So, du kriegst noch einen Hieb da und ab in den Tod, mein Freund. Ach Gott, wie ich... Ja, schnappt mich. Verdammter Miskel, er ist gut, ja. Seht ihr, wie gut ich bin? Wenn ihr wüsstet, wie gut ich bin. Ich habe schon glatt Angst, euch meine Fähigkeit hier zu präsentieren. Aua. Na. Erstmal so ein bisschen noch die Hafenpromenade genießen. Und das ist, läuft eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber doch. Gar nicht mal so schlecht ist relativ. Das läuft nämlich verdammt beschissen gerade. Komm.
Geh du jetzt erstmal hier mit dem Kopf dich da hinlegen. Ach, das ist doch... Nein, 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 nein. Und Kopfschmerzen und zu Ende. Das ist doch eine Farce, oder? Kann man das nicht irgendwie quitten, diese Mission, oder so eine Pause machen? Ich weiß nicht. Ich wäre doch so gern mal woanders. Ich würde gern mehr von Hongkong sehen und nicht in den letzten abgekackten Seitengassen das Zeitliche segnen müssen. Aber egal. Kriege ich gleich am Anfang noch meine verpasst. Hier fängt es schon mal ganz schlecht an. Aber es kann ja nur noch besser werden. Hoffe ich zumindest. Das kann ich nicht mit Überzeugung sagen. So. Und rein. Zack. Ja. Ja, irgendwie ausgeglichen ist es aber nicht. Weißt du, ich setze den Typen ganz behende, vorsichtig auf den Glaskasten. Er ist tot. Die anderen prügel ich mit zigfachen Fausthieben jenseits von Gut und Böse und die sterben nicht. Er zum Beispiel. Hingelegt, tot ist er. Oder wie? Das kann doch nicht wahr sein. Aber wie gesagt, das Problem ist noch nicht hier an der Stelle. Das Problem kommt erst jetzt. Okay. Ja, ja, kommt her, kommt her. Wir wissen es schon. Wir wissen schon. More of them. Was ihr nicht sehen könnt, ich habe schon die Bibel auf meinen Knien liegen. Weil ich sehe keine gute Zukunft auf uns zukommen. Aber egal. Man darf nicht aufgeben, bekanntlich. Das ist wichtig. Das ist eine Tugend. Immer standfest mit dem Brecheisen auf den Kopf hauen. Das ist Bildungs-Let's Play vom Feinsten. Zack. Und jetzt aber, komm, halten wir dich nochmal. Du mit deinem verkackten Messer. Wenn du mich jetzt platt machst, dann ist Schluss. Hab ich's geschafft? Ich hab's geschafft. Halleluja. Bei Jesus und Maria. Ich drifte zu sehr ins Christliche ab. Aber das ist wirklich... Bei solchen Situationen braucht man das. Scheiße, ja. Die hauen ab. Ich glaube, ich muss die jetzt verfolgen. Und es ist bestimmt so, wenn ich jetzt verliere, muss ich es nochmal machen. Ich hoffe ja nicht. Deshalb, ich gebe mein Bestes. Dann heiße ich alle, die jetzt diese ganzen Folgen, die gefühlten 15.000 Folgen, wo wir verloren haben, vorgespult haben, heiße ich ganz herzlich willkommen zurück bei Sleeping Dogs. Wir sind hier noch ganz mitten, ganz frisch im Spiel. In der allerersten Aufnahme. Was? Drücken Sie X in eine Richtung, um Fahrzeuge zu rammen. Okay. Kann ich ihn rammen? Ja, kann ich. Ist er mein Ziel? Nee, er ist mein Ziel. Genießt einfach mal die schöne Musik. Ich konzentriere mich mal auf diese atemberaubende Verfolgungsjagd. Das kann scheiße sein. Dein schönes Auto, mein Freund. Da fährt Beute davon. Nee, das wird kein Spaziergang. Keinesfalls. Vor allem nicht mit diesem langsamen Schrottkarren, mit dem ich hier rumfahre. Gibt's doch nicht, ey. Gibt's hier keine Beschleunigung? Kein Nitroglycerin-Einschub oder was auch immer? Oh, in Kurven fand ich ja nicht gut. Aber es sind nur noch 30 Meter. Und der Abstand nimmt ab. Also ich bin ganz, ganz dicht auf dem Fersen. Drängen von der Straße ab. Würde ich ja gerne. Würde ich ja gerne, wie gesagt. Aber das ist gar nicht mal so leicht. Wir fahren hier mal ganz schön im Kreis. Ah, das ist ja wohl nicht zu glauben hier. Bleib mal da weg, Junge. Da ist die liebe Diva doch schon da.
Eine ganz gute Freundin. Die bestimmt noch keine Probleme mit diesem Spiel hatte. Die Musik läuft freudig weiter. Und ich freue mich einfach nur darauf, dass ich diese Mission bestanden habe gleich. Ja, Gott sei Dank. Ich hippe hier mal ein bisschen mit der Musik im Ladescreen, überbrückt mal ein bisschen die Zeit. Das war wirklich irre. Zu Top Level. Noch haben wir noch nichts geschafft. Also bevor ich nicht alles in warmen Handtücher gewickelt habe, ist hier noch nichts geschafft. Oh ja. Oh ja, klar. Rammen sie die verfolgten X und dann passen jetzt noch eine richtig schöne China-Mucke aufgelegt. Also ich muss die Verfolger wegrammen. Dazu müssen sie erstmal kommen. Ach nee, da sind sie. Verfolgt mich doch. Beim mittleren Tempo. Ich hab doch so mittleres Tempo. Ach, da sind sie. Lala. Ich ramm sie einfach mal. Ha! Weg mit euch. Ach, die gehen aber schnell auf. Die Bullen. Oder? Ja. Geben sie. Jetzt habe ich mein Ziel um Meilen, um mehrere Straßen hier verpasst und ein bisschen zurückfahren. Oh. Oh. Ja. Das ist wirklich nicht so gut. Ich hoffe nur, dass ich jetzt mit heilem Auto noch nach Hause komme. Oh. Hier ist auch keine Polizei mehr auf dem Fersen. Nee, da fahre ich falsch. Die diskutieren noch ein bisschen. Da sind wir richtig. Und wir sind am Ziel. Welch Glanz und Glorie. Ich glaube, wir haben es tatsächlich jetzt geschafft, oder? Wollt ihr mir jetzt sagen, ich habe das ganze Debakel jetzt nur für diese verkackte kleine Armbanduhr gemacht? Das ist ja noch demütigender als alles andere. Triadenerfahrung. Zu den Upgrades. Kann ich jetzt upgraden? Gefälschte Camry-Uhr. Okay. IF-Bericht über Jackie Ma. Zu den Upgrades. Ach, klasse. Hier gibt es sogar ein Upgrade-System. Und zwar gibt es hier Cop-Upgrades, Triaden-Updates, Nahkampf-Upgrades, Ansehen-Upgrades und Gesundheits-Upgrades. Gesundheits-Upgrades und Nahkampf-Upgrades können gar nicht mal so schlecht sein. Ich denke hier, okay, CPU und, CPU sage ich schon, Cop natürlich und Triaden-Upgrades. Das ist einmal gut und böse, denke ich mal, ne? Was gibt's denn hier? Böse klingt gar nicht mal so schlecht. Kontern Sie Angriff Ihres Gegners. Schlagresistent ist gar nicht mal so schlecht, oder? Ich glaube, das hätte mir eben geholfen. Ja, da bin ich mir sicher. Kann ich noch was machen? Nee, null verfügbare. Verfügbare. Ja, gut. Kann man die eigentlich speichern? Kann man. Ich sollte das mal machen. Mache ich auch einfach mal ganz dreist. Natürlich nur, um die Zeit hier ein bisschen alles in Länge zu ziehen. Habe ich ja jetzt auch nötig, nachdem wir 10.000 Mal gestorben sind. Und weiter geht's. Wo wollen wir hin? Ach, der Herr. Ich wollte doch nur seinen Hut haben. Ja. Ah, hier habe ich wieder ein Motorrad. Ich fahre jetzt erstmal am besten noch ein bisschen weiter. Ne? Ich fahre mal ein klein bisschen durch die Gegend.
Hey. Was hat der? Hat er eine Mission, oder? Was will der von mir? Schau mal, wie so ein kleines Kind auf seinem Dreirad fahre ich mal hier hin. Hilfe anbieten. Machen wir. Komm. What's up? Hey, you're Song Yi, right? I was racing earlier and I would have won. But this guy, Tommy Han Lan, he cheated. Ran me off the road at the last minute. Can you teach him a lesson? Keep him from doing it again? Yeah, sure. He's not far. Wreck his car. That'll teach him. Na klar, ich hab ja auch nichts Besseres zu tun, ey, als von irgendeinem Spinner den Wagen kaputt zu machen. Okay, bevor er weg wird. Also, wir haben ein Zeitlimit. Anscheinend. Nicht nur anscheinend, wir haben eins. 1:45 noch. Aber so schnell, wie ich hier fahre, wird das, denke ich mal, kein Problem sein. Ich hoffe, ich muss mich einfach hier nur an der Haftpromenade halten. Okay, so schnell ein Ergebnis, ja. Da ist er doch gleich schon. Und dann... Ach, Mist. Man sollte auch immer mit dem Blick auf der Karte bleiben. Wäre zu empfehlen. So, Radkreuz aus dem Kofferraum des Rennautos. Das ist aus welchem? Aus dem, ne? Was so ein schöner Drachen markiert mir den Weg. So, jetzt wollen wir erstmal die Reifen wechseln hier. So. Macht man ja gebürtig so das Reifen wechseln, ne? Mal hier. Da. Kann ich auch ausholen. Das ist so die Technik, die man normalerweise am Platten hat, benutzt. So. Hier noch ein bisschen schöner machen. Form vollendet. Fahrer des Rennwagens verprügeln. Immer gerne. Oder Fahrer vom Rennwagen verprügelt mich. Ist auch eine Alternative. Kann ich ihn in den Rennwagen stecken? Ja, so. Fast. Halten kann ich ihn. Und noch eine verpassen. So. Das sind Missionen nach meinem Geschmack. So sollte es eigentlich laufen. Gut, dann machen wir nochmal weiter. So, ich setze mich nur nochmal ins Auto rein. Und fahre hier einmal noch einen kleinen Dreher. Und zurück geht zum Ort des Geschehens.